Im Gegenteil, die können manchmal so viele Liebe schenken. Wisst ihr, was sie jetzt gemacht haben dann? Die sind dann hergekommen, oh, Herr Pfarrer, und haben so gestrichen, sind auf einem zugegangen, haben eine Liebe geschenkt, eine Zuwendung. So unkompliziert. So schön, dass es dich gerade angerührt hat im Herzen. Eine echte Freude. Ja? Wichtig. Auch mal im Sport, gell? Den kennt ihr alle, gell? Der Usain Bolt, wie er sich gefreut hat, wenn er über die Bahn gefegt ist und gesiegt hat. Auch wo Deutschland Weltmeister geworden ist, oder? Der Mario Götze, gell? Wo das Tor geschossen hat, dann freut man sich. Ich habe selbst Sport gemacht, Hochleistungssport. Oh, da haben wir uns gefreut. Ich war Leichtathlet und war Speerwerfer. Und wie haben wir uns gefreut, wenn wir gesiegt haben? Ja, wie haben wir uns gefreut? Auch beim Sport diese Freude, auch mal, wenn eine Ordensschwester Fußballfan ist. Gell? Und was für eins ist es? Ich sehe es nicht ganz. Gell? Aber auf jeden Fall auch mal die Kanzlerin, wenn sie sich freuen kann. Gell? Manchmal hat sie auch keine Zeit, sich zu freuen, in vielerlei Hinsicht. Aber auch die Jugendlichen, ihr habt schon mal gesehen, das Bild. Und jetzt gehen wir so langsam über in das Freuen in Gott. Dass wir uns von Herzen freuen über unseren Gott. Weil es diese Erfüllung, wenn wir schon in der Tierwelt so viele wunderbare Dinge sehen und wir uns von Herzen freuen können, ist die Freude noch viel tiefer und größer. Das ist ein wunderbares Bild. Wisst ihr, es stellt das Urvertrauen dar, wo der Papa das Kind hochwirft. Nur wann lässt du das zu? Wir haben eine Riesenfreude. Nochmal, nochmal, nochmal. Eine Riesenfreude. Stell dich mal vor, dieses Urvertrauen, ein wunderbares Bild für Gott. Du vertraust dich nur jemand an, wo du ganz sicher bist, der fängt dich auf. Der lässt dich nicht fallen. Das ist der Papa und die Mama. Mama nicht so. Das waren die Papas. Das ist so wichtig. Und noch höher. Am besten bis zur Decke. Und sie sind voll der Freude. Voll der Freude. Na? Ganz wichtiges Bild für das Urvertrauen in Gott. Das sehen wir schon, dass wir Abbilder von Gott sind, dieses Urvertrauen in uns ist. Diese Freude, der andere fängt mich auf. Der Papa fängt mich auf. Du kannst hier tiefer fallen wie in die Hände Gottes. Manchmal die Freude auch übers PC. Ich bin schon oft einmal, die Dinger vorbereitet habe, ich mache das gern, versteht ihr? Die PowerPoint. Dass ich mich freue, versteht ihr? Es ist nicht alles schlechter im Internet. Es gibt ganz tolle Sachen. Haben mittlerweile schon 3000 Bilder, wo sie sich manchmal freuen können, vielleicht über einen Wahlsieg oder was das ist oder beim Spiel. Jetzt kommt der Weltjugendtag, oder? Diese Freude der Jugendlichen. Habe ich selbst erlebt, bin schon selbst Weltjugendtage gewesen. Meine Herren, das sage ich euch, was da für eine Freude abgeht, wie du das siehst in den Gesichtern. Und das tut allen gut, auch den Älteren. Allen. Eine echte innere tiefe Freude, die rausstrahlt aus den Jugendlichen, die dann auch diese Gnade bekommen, sich von Herzen zu freuen. Wir brauchen dieses junge Gesicht der Kirche. Und nicht nur, dass wir nur ältere Leute in der Kirche haben, die kennst du schon mal. Und den gleichen Hut hat deine Nachbarin auch schon wieder auf, oder? Oder sonst irgendwas, ne? Oder die Marotten, wo man sieht. Nein, diese Freude, wo es dann um Gott geht, wo man nicht rechts und links schaut und wieder immer wieder gleich und was weiß ich. Nein, wir brauchen diese Begeisterung und diese Freude. Ist ganz wunderbar, dass Johannes Paul II. Genau das eröffnet hat. Und er hat es gewusst, er hat den Riecher gehabt, was die Jungen auch brauchen. Die Freude, Begeisterung, die Liebe, die Hingabe für Gott. Und er traute es ihnen zu, da war der Vater von ihnen. Da war eine echte Vaterfigur. Und das müssen wir alle Väter wieder haben, dass wir uns mit unseren Jungen freuen. Und was zumuten, dass sie was können, dass sie den Glauben weitertragen, dass sie die Protagonisten sind für die nächste Zukunft, für die Zukunft und den Glauben weitertragen, noch besser, wie wir es gemacht haben. Es gibt ja einen U-Cut, oder? Hätten wir das nur gehabt?
Hätten wir das nur gehabt, was wir für tolle Dinge haben für die Jugend. Und der Papst sagt ja, müsst den UCAT besser kennen wie das Betriebssystem von deinem Handy und von deinem Computer. So musst du studieren deinen Glauben. Er hat es verstanden, versteht ihr? Genau, dass diese Freude, das sind die Ordensschwestern unter den anderen drunter und da wird gefreut, sogar die Schwestern, gell? Die freuen sich aus ganzem Herzen, was man da erlebt hat. Ja, indem sie die Freude des Evangeliums in die Welt hinaustragen, das machen die Jugendlichen. Ja, da kommen auch die Jungs, oder? Wenn die hübschen Mädels dann auf der linken Seite in der Kirche sind, oder? Habe ich mal meiner Mama erzählt, gell? Wir müssen die jungen Mädels wieder hinbringen, dann kommen die Jungs auch noch, gell? Oder umgekehrt, gell? Oder umgekehrt, gell? Beide braucht es, gell? Ich weiß es noch. Das ist ganz, ganz gut, dass diese Begeisterung einfach da ist. Sogar die Bischöfe, das ist jetzt nicht ganz so gut, dass die Qualität, aber sogar noch die Bischöfe machen mit, verstehst du? Die haben voll mitgemacht. Ist richtig angesteckt. Das sieht man auch nicht so gut, aber es hat mir so gefallen. Hinten dran sind die Jugendlichen alle schon im Wasser und die Ordensfrau machen richtig mit. Ja. Also auch bei Regen, die Freude ist groß, wenn der Heilige Vater kommt. Papst Benedikt, wo ich da so ein Ding gefunden habe. Gott ist Freude. Deshalb hat er die Sonne vor dein Haus gestellt. Gott ist Freude. Schau mal die ganze Schöpfung an, die ist so voller Freude. Wir haben einen Gott der Freude, der alles mit Freude und mit Liebe gemacht hat, dass alles uns erfreut. Ja? Der ganze Sonnenuntergang, jedes Mal da was Neues, was uns eine so tiefe Freude ins Herz gibt. Wie werde ich daran froh, dass Gott Gott ist? Dass Gott Gott ist. Wie werde ich froh? Versteht ihr? Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, dieser Gott, sondern er ist echte Freude. Echte Freude. 365 Tage. Freude. Immer Freude. Am Leben. Sogar wenn es dann dunkel wird, du kannst dich durchringen. Es geht. Ich habe es ausprobiert. Es geht. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also der Bauch, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist es, meine Lieben. Nicht Essen und Trinken. Also du hast Freude in mein Herz gegeben. Das kommt alleine von Gott. Meine Lieben, diese tiefste Freude. Gott freut sich über dich. Das war mal ein Vortrag, den ich gehört habe. Ich habe Beichte gehört und zwischendrin, wo der eine weggegangen ist, es waren auch Jugendliche, kam der nächste und dann habe ich einen Moment dem Vortragenden zugehört und er sagte, stell dir jetzt mal vor, Jesus steht vor dir und sagt zu dir, du bist meine Freude. Und ich höre das, jetzt kommt schon der Nächste. Oh, mich haut es fast vom Stuhl. Ich konnte es nicht annehmen. Ich habe gespürt, mit mir stimmt was nicht. Ich habe die Freude noch nicht. Ich konnte nicht annehmen, dass das Jesus zu mir gesagt hat. Ich habe es nicht geglaubt, dass ich eine Freude für ihn sein kann. Jetzt fragt er genauso dich. Glaubst du, wenn er jetzt vor dir steht, du bist meine Freude, kannst du das annehmen? Ich doch nicht. Und jetzt darfst du mal aufrüsten. Das ist der Vortrag. Und das ist das ganze Treffen, das wir jetzt machen. Dass du das glaubst. Auch wenn du Sünder bist. Und gerade wenn du Sünder bist, weil er ist gekommen, Sünder zu rufen, nicht Gerechte. Und er freut sich, dich als Sünder wieder von den Sünden zu erlösen. Er hat eine Freude sogar noch, er hat nicht eine Freude an der Sünde, aber er hat eine Freude an dir, dass du umkehrst. Und er liebt dich, er hat eine Freude.
Diese Freude kommt manchmal durch. Das ist ein schönes Bild, ein sehr inniges Bild, wo Menschen dann sich gegenseitig freuen. Ich freue mich innig an dir. Freude in Christus. Die darfst du haben, versteht ihr? Das ist genau das. Seht ihr? Und diese Freude kommt aus diesem dreifaltigen Gott. Das ist ein wunderbares Bild, wo die Dreifaltigkeit dasteht. Rechts ist der Vater, links ist Jesus. Und mittendrin ist der Heilige Geist wie eine Frau dargestellt. Merkt ihr das? Wir sind in Deutschland in einer Kirche, im Bayerischen, ich glaube im Allgäu, an einer Säule, wo du siehst, es ist ein Gott. Aber dieser Gott sind drei Personen. Wir halten immer noch an einem Gott fest, versteht ihr? Wie die monotheistischen Religionen, wie die Juden, wie die Muslime. Ein Gott, aber in drei Personen. Weil er muss Gemeinschaft sein, weil er dich nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen hat. Hat er einen nur gemacht? Wie schuf er den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis? Als Mann und Frau. Also zwei sind es. Aber wie ist Mann und Frau zueinander hingeordnet? In Liebe. Seht ihr? Und das siehst du da. Vater und Sohn sind aufeinander hingeordnet in der Liebe. Jetzt könntest du, ich habe jetzt da ein Pärchen, sie reichen sich die Hand. Seht ihr? Was ist zwischen ihnen? Jeder weiß es. Was ist zwischen euch? Liebe. Liebe. Siehst du, wo du herkommst? Hier hast du es. Die Liebe ist zwar unsichtbar, ich sehe sie nicht, aber ich könnte Taube dazwischen malen. Und es würde stimmen. Aber erkenne, wo du herkommst. Von deinem dreifaltigen Gott, der Selbstgemeinschaft ist, der Selbstliebe ist. Und genau das ist so tief in den Menschen hineingegraben. Dieses Du zu finden, wo du dich in Liebe hingibst. Wie der Vater sich ganz verschenkt an den Sohn und der Sohn verschenkt sich an den Vater. In dieser Liebe des Heiligen Geistes. Da sind die Jugendlichen berührt. Genau das haben sie ganz tief in sich. Das haben die Älteren. Genau das sollte geschehen in der Familie zwischen Mann und Frau. Dieser Liebesaustausch, dass der Mann im Herzen der Frau lebt. Wie der Vater im Sohn lebt. Alles habe ich vom Vater mal angenommen. Glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin? Könnte man genauso sagen zu den Ehegatten. Wenn die Frau sagen will, glaubst du nicht, dass mein Mann in meinem Herz ist und dass ich in seinem Herz bin? Dann stimmt es. Dann brauchst du gar nicht mehr fragen, was will deine Frau? Ich weiß es, ich kenne sie, sie lebt in mir. Ich kenne alles von ihr. So kennt auch der Sohn alles vom Vater, weil er ihn liebt im Heiligen Geist. Und dieser Austausch, dass du es aufnimmst, nimmst du nur auf, weil du den anderen liebst. Und das ist die Freude. Also ihr dürft nie eines machen, dass ihr euch auseinanderlebt und du deinen eigenen Stiefel lebst. Und dich irgendwie wegdriftest und dann sagen die Verliebten, wir haben uns auseinandergelebt. Das gibt es in Gott nicht. Das ist die Einheit, die ewig währt. Und aus dieser Einheit sind wir erschaffen. Und er schuf den Menschen aus seinem Bild und Gleichnis. Als Ich und Isha, als Mann und Männin, so heißt es im Hebräischen. Da weißt du, wo du herkommst. Und ich sehe das. Deswegen hat die kleine Theresia vom Kinde Jesu was gemacht? Sie hat genau die Verliebten beobachtet. Turteltaubenblick. Das liebende Wort, sanfte Wort, wo die Frauen ganz, ganz gern haben, oder? Von den Männern. Sie sanfte Worte sagen. Ein liebender Blick. Und die zarten Berührungen. Einfach das Miteinander, aufeinander abgestimmt sein. Dann sagte sie, genau so muss ich mit meinem Jesus umgehen. Genau so muss ich mit meinem Jesus umgehen. Ihn anschauen,
in Liebe, in kleine Zeichen geben, in immer wieder was Liebes sagen, in liebevoll anschauen, wie die Verliebten sich anschauen. Das ist es. Das ist Liebe. Versteht ihr? Daher kommen wir. Und manchmal sagen genau die Verliebten das. Jetzt ist die Liebe zwischen uns zerbrochen. Kann das sein? Kann das sein? Bei Gott? Nie. Der Heilige Geist ist immer da. Sie sind immer in Liebe miteinander verbunden. Und genau so sollte es auch sein. Das versprecht ihr euch, ja? Seid schon verheiratet? Noch nicht, aber es kommt dann noch. Versteht ihr? Jetzt habt ihr den besten Unterricht bekommen für eure Ehe, oder? Ah, wunderbar, mittendrin, versteht ihr? Und genau das müsst ihr aufrechterhalten, diese Liebe. Da müsst ihr aufpassen. Das ist das Zerbrechlichste, das Wertvollste zwischendrin. Hütet das. Das ist die Freude. Weil die Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und die Freude, einander zu haben, sich zu verschenken gegenseitig. Und das machen wir auch und das macht auch Gott sich mit uns. Das ist das Prinzip der Liebe. Von daher kommen wir. Wenn das weg ist, dann ist alles kaputt. Seht ihr? Und genau diese Umarmung, diese umarmende Liebe, diese dürfen wir uns schenken. Diese Freude am anderen, in den anderen reinzuschlupfen, oder? Dieses Kind will in Jesus hineingehen. Der Verliebte will im anderen sein. Er sagt sogar der Verliebte, ich habe dich zum Fressen gern. Hoho. Versteht ihr? Genauso, jetzt mal langsam, Hand aufs Herz. Was hat Gott gemacht? Er macht sich zur Speise und du darfst ihn essen. Manchmal knabbern die Verliebten aneinander rum. Stimmt's? Siehst du, wir dürfen Jesus essen. Wir lieben ihn. Das dürfen wir. Lieben, wenn er uns seine Versöhnung schenkt. Niemand anders, was für eine Freude, wenn er uns diese Versöhnung schenkt. Was für eine Freude, wenn er sich so um den Menschen kümmert, dieser dreifaltige Gott, der in die Erbsünde gefallen ist. Und wir auf diesem Bild sehen, der Vater, wie er den verlorenen Sohn zu sich zieht, umarmt. Jesus, der ihm die Füße wäscht und die Füße küsst, durch die Erlösung. Und der Heilige Geist, der in liebender Weise wie ein barmherziger Samariter die Wunden küsst und sie wieder heilt und den Menschen wieder zurückholt. Gott hat den Menschen wieder als Mittelpunkt erhoben und sich ihm zugewendet, damit wir Heil finden und Gnade finden und heimkommen. Das ist das Geschenk. Und er, dieser Gott, der sich in Liebe, er setzt den Heiligen Geist genau dazwischen. Das ist das Geschenk des Vaters, der Gekreuzigte, der alles wieder gut macht. Das ist Barmherzigkeit, weil der Gekreuzigte geht aus dem Schoß des Vaters hervor. Das nennt man Rachamim, Rechem. Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Geschenk dieses Vaters. Und wie wird er verkannt? Wie wird er als Polizistengott, als Aufpassergott, als rachsüchtiger Gott, als einem Gott, dem man nicht trauen kann, einen Gott, der unberechenbar ist, abdegradiert, einen Gott, wenn irgendeine Katastrophe ist, wie kann er das zulassen? Dieser Gott wird so abgekanzelt als ein böser Gott, als ein Tyrannengott. Dabei ist er der Liebste und der barmherzigste und der gütigste Vater, den man sich vorstellen kann, der dieses Geschenk auf die Sünde hin als Antwort gibt, dass er uns rettet und sich selbst hingibt am Kreuz mit seinem Sohn im Heiligen Geist, wie ihr ihn seht, und alles neu macht. Das ist die Freude. Das ist der dreifaltige Gott. Und ihr seht, Paul im Sechsten drin, findet ihr es? Und das Gesicht von Jesus, da sind ganz viele Leute drin. So nimmt er dich in sich hinein. Du darfst in ihm leben.
darfst in Gott sein. Ein anderer Christus, ihn darfst du leben. In ihn kommst du hinein. Und das ist unsere Freude. Dieser Blick, der dich trifft und durchbohrt bis ins innerste Mark unseres Heilands. Ein Gott, der Mensch wurde. Mein Gott schenkt mir Freude. Was ist es? Gehen wir weiter, gell? Es macht Gott Freude, dir Gutes zu tun. Stellt euch das mal vor. Genauso wie du Freude hast, den anderen Gutes zu tun. So hat er Freude, dir Gutes zu tun. Durch und durch, er hört gar nicht auf. Er macht und er will dir Freude schenken. Jeremia 32, 41. Manchmal müssen wir das Alte Testament ein bisschen mehr studieren, was da für tolle Sprüche sind. Gell? Oder holen Sie sich Ihre Kraft bei der richtigen Quelle. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ja? Nehemia 18. Gott ist der Gott der Freude. Na, Franz von Sales. Die Freude ist also die echte religiöse Haltung. Und die einzige, wenn wir uns nicht freuen über diesen Gott, der das für uns alles getan hat. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Freude an Gottes Gegenwart. Ja? Es mögen jetzt vielleicht viele weinen, gell? Aber sie werden wieder lachen. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihren Samen. Jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. So ist unser Gott. Gott wird ihren Kummer in Freude verwandeln. Auch euren Kummer. Den gibst du wirklich ab. Den Kummer und alle Sorgen, alle Verwundungen, alle Verletzungen, alles, was dich drückt, egal wo es ist, in deinem Innern, du hast meine Trauer in ein Tanzen voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt. Psalm 30, 11, das müsst ihr euch aufschreiben. Freude geschenkt. Eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Ist das nicht großartig? Ja? Freu dich also innig am Herrn. Dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Merkst du das? Das ist ein ganz wichtiger Ausspruch. Viele bekommen so wenig von Gott. Warum? Weil sie sich so wenig innig freuen am Herrn. Ich sage dir, manchmal bekomme ich Sachen. Ich habe es nur gedacht. Und der Herr schenkt's, weil ich auch gelernt habe und lernen durfte, mich innig am Herrn zu freuen. An ihm, der meine Freude ist. Lerne das, wie ein kleines Kind, das ich innig freuen kann. Und jetzt sind wir zu Ende und jetzt beten wir. Das war mal der erste Vortrag, um euch einzustimmen in diese Freude. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank. Du Gott der Freude, du bist wirklich Freude. Wir dürfen uns innig an dir freuen. Schenke uns diese Gnade, lass uns voller Freude, dass unser Herz berstet vor Freude, aber dass wir noch gut schlafen können und nicht nur vor Freude nicht mehr schlafen können. Das ist mir auch schon passiert, eine ganze Nacht vor lauter Freude, das muss ich euch dann später erzählen, eine ganze Nacht vor lauter Freude nicht mehr schlafen können. Vor Freude über meinen Gott, weil er mir so eine Freude ins Herz gelegt hat. Ja? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja? Herr, wir loben und preisen dich. Segne deine Kinder, die wirklich Freude wollen, die Freude an dir. Und dass wir uns innig freuen an dir. Innig, das heißt von innen heraus. Nicht so missmutig. Sagt, ja, salala, weil es halt sein muss, gell? Das machen halt alle anderen. Es gehört zum guten Ton. Nein. Es ist meine Herzensangelegenheit.
mich innig am Herrn zu freuen. Das ist das erste Gebot. Liebe deinen Gott aus deinem ganzen Herzen, mit all deinem Denken, mit deinen ganzen Kräften. Das ist das, innig am Herrn in allem zu freuen. Dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja. Halleluja. Weiß der Herrn. Schön, danke. Gell? Das war jetzt der erste Vortrag. Gelacht habt ihr.